Award in der Kategorie Jurypreis. Kevin Kuka aus dem Vivantes Klinikum Neukölln für sein herausragendes persönliches Engagement, insbesondere in der Corona-Zeit. Kevin Kuka ist mit vollem Einsatz im Patientenbegleitservice tätig. Darüber hinaus beweist er ungewöhnliches Talent als Filmemacher und Fotograf. Nicht nur im Social-Media-Bereich, auch mit spontanen Fotoshootings und Videodrehs am Standort unterstützt er ehrenamtlich und unentgeltlich die Öffentlichkeitsarbeit des Konzerns. Seine Bilder und Filme sind unter anderem im Rahmen einer großen Kampagne Hashtag gemeinsam gegen Corona in den sozialen Medien und auf der Vivantes-Website vielfältig zu sehen. Denise Schirmeier aus der Klinik für Neurologie am Vivantes-Humboldt-Klinikum für die Gestaltung der Innenhöfe. Nicht nutzbar und wenig patientengerecht präsentierten sich die Innenhöfe des Klinikums für lange Zeit. Denise Schirmeier engagierte sich in ihrer Freizeit voller Elan für Abhilfe. Sie organisierte Blumenerde und Dekorationsobjekte, sammelte Pflanzen und Knollen und verkaufte sogar Kuchen, um Spenden für ihr Projekt zu erhalten. So konnte sie mit persönlichem Einsatz die Innenhöfe in prachtvolle Blumengärten verwandeln, die den MitarbeiterInnen und auch den teils schwer betroffenen PatientInnen schöne Eindrücke bieten und zur Gesundung und Lebensqualität beitragen. Katrin Harnack und ihr Team vom strategischen Einkauf der Vivantes-Zentrale für den ständigen persönlichen Einsatz im Rahmen von Vivantes hilft und das überdurchschnittliche Engagement im Materialeinkauf während des Ausbruchs der Pandemie. Mit Vivantes hilft unterstützt der Konzern mit Sachmitteln humanitäre medizinische Projekte von Vivantes-MitarbeiterInnen in aller Welt. Diese Anfragen werden seit Jahren von Frau Harnack kontinuierlich und erfolgreich neben den täglichen Aufgaben bearbeitet. Seit Ausbruch der Pandemie erforderten die eklatanten Engpässe bei der Lieferung von Schutzmaterialien vom Team strategischer Einkauf den Einsatz fast rund um die Uhr, auch von zu Hause aus. Lieferanten ausfindig machen, Bestellungen auslösen und Zertifikate prüfen. Frau Harnack und ihr Team sorgten unermüdlich dafür, dass im gesamten Konzern täglich Ware verfügbar war und alle Anforderungen erfüllt werden konnten.